liebe FCA-Fans, hier sind Lenny und Paul und wir sind heute dabei und zeigen euch mal das ganze Hotel, weil wir auch Zimmerbuddies sind und dementsprechend kommt da mal mit und dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Hier ist the changing room, ja? Hier lassen wir unsere Schuhe, damit wir das nicht immer mitschleppen müssen. Bis wir im Kraftraum sind, sind wir auch schon wieder müde. Ja, ehrlich. Wir sind jetzt schon eine Weile gegangen. Da könnte man sich jetzt aufteilen, ob man jetzt links oder rechts zum Hotel läuft. Wir laufen jetzt natürlich rechts zum Hotel, weil dann geht's zum Kraftraum. Ja, also wie man sieht, hier kommen eigentlich immer die meisten Jungs her, wenn wir uns fürs Training vorbereiten oder halt nach dem Training zur Extrakrafteinheit, wie man sieht. Wir teilen uns das hier noch mit einer anderen Mannschaft, aber du hast hier genug Platz, um deinen Kraftwünschen nachzukommen und wird auch häufig und regelmäßig genutzt. Das war der Kraftraum und jetzt würde ich mal sagen, laufen wir zum Hotel und dann zeigen wir euch mal alle Räume dort, oder? Ah ja? Ja. Let's go. Hier seht ihr das ganze Hotel mal vom Innenbereich mit Pool. Da drüben sind unsere Zimmer. Wenn wir dann später das zweite Training absolviert haben, dann werden wir uns das paar vielleicht als Eisbecken nutzen. Ein paar andere gehen in die Sauna und so bereiten wir uns dann bestmöglich vor, damit wir morgen wieder den Wünschen des Coach beim Training gerecht werden können und Vollgas geben können. Bevor wir jetzt zu den Physios gehen, wollen wir euch nur kurz die Essensräume zeigen oder den großen Essensraum von uns. Hier sind so unsere Physios, unser wundervolles Mediateam, wollte ich nur mal klarstellen. Ja. Trainerteam und lange Tafel für die ganzen Spieler. Und ja, das war's, ne? Ja, wir sind jetzt angekommen bei den Physios. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz rein. Weil ich muss mir sowieso mein Tape runterschneiden vom Sprunggelenk und dann können wir Rolle und Marki mal ein bisschen nerven. Marki, Rolle, Kamera kommt. Guckt euch diesen Rücken an, Latissimus, gut. Bizeps, ja. Auch wieder nicht trainiert, ne? Das war der Trizeps, gut. Jetzt gehen wir noch mal kurz runter zu Manu, nerven den kurz, zeigen euch, wie Manu das alles aufgebaut hat. Und dann gehen wir ins Zimmer, duschen uns und sind fertig mit dem Hotel. Also wir sind hier jetzt im Reich von Manu. Da wird nach jedem Training vor der Tür draußen die Wäsche gesammelt. Und am Abend liegt es eigentlich wieder perfekt von jedem Spieler auf seinem Platz. Ich habe meine Wäsche in der Früh heute schon geholt von gestern. Lenny, seine Wäsche liegt nur da, die nimmt er jetzt wahrscheinlich mit. Und ich meine, Diego hat eine Musikbox mit. Das hört man die ganze Zeit. Ja. Ja, Filme haben wir noch. Filme es. Der Typ ist so geil. Paul hat es ein bisschen ordentlicher als ich gemacht. Ich habe das einfach nur hingeworfen. Aber ja, wir kommen aktuell noch gut miteinander klar. Aktuell. Dusche, Badewanne. Und, damit wir es noch mal schön gemütlich haben, ne? Abgesperrtes Klo. Das war unsere Hotelzimmertour. Jetzt gehen wir duschen und ja, danach essen und dann ruhen wir uns aus. Und dann wird heute Nachmittag weitergearbeitet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns die nächsten Tage wieder auf allen Channels. Tschüss!